Domination ist auch wieder in Battlefield 4 als Spielmodus vorhanden, das heißt ordentlich Action auf kleinstem Raum. Und jetzt kommt natürlich die Frage, welche Waffe spielt man da? Und das werde ich euch heute zeigen. Und hier natürlich herzlich willkommen zu einem neuen Video, wünscht euch euer Mashed 8. Wie man sieht, habe ich hier die ACWR dabei, welche mein persönlicher Favorit auf kurze Distanzen ist. Sie hat eine unglaublich hohe Feuerrate, aber dafür auch natürlich etwas mehr Rückstoß, was diese Waffe etwas schwieriger zu handeln macht, wenn es auf mittlere bis lange Distanzen geht. Dieses Close Quarters Beast, also die ACWR, muss man natürlich auch erstmal freischalten. Es ist die letzte Waffe, welche man über den Engineer-Freischaltungsbaum freischalten kann, wenn man das so sagen kann. Also, man kann sie wirklich nur als Engineer freischalten, aber man kann sie danach in allen Klassen spielen. Genauer gesagt ist das die zweite Karabiner hier in der Beta, worum es eigentlich nur nötig ist, die erste freizuschalten, also mit dem Spielen als Engineer, und danach könnt ihr mit der ersten Waffe, also der AK-5C, die Kills machen, die ihr für die ACWR braucht, um diese dann freizuschalten. Setup-technisch habe ich hier wirklich einfach alles draufgehauen, was halt nur so möglich ist. Es gibt ja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, jeweils nur eine Kombination. Das heißt, wenn ihr ein Attachment bekommt, haut das einfach auf die Waffe rauf. Das wird in der Regel nichts schaden. Ich kam sehr schwer in diesen Spielmodus Domination rein, weil ich sonst auch wie auf meinen Livestreams sehr viel Conquest, also Eroberung gespielt habe, und da war es halt wesentlich langsamer. Vielleicht lag es auch einfach an dem Livestream, weil man dann halt immer den Chat liest und so weiter, aber naja, ich habe das nochmal danach ausprobiert, nachdem der Livestream fertig war, und siehe da, das Ganze läuft wesentlich besser. Dieses Gameplay hier ist ein 18:3, es ist nicht das beste Gameplay, was ich erspielt habe. Das heißt, ich habe noch bessere auf Lager, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, denn das war meine erste Runde, die ich wirklich so full out ACWR tryhard gegangen bin. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese Waffe durchaus seine Freunde findet, gerade bei Karten auf kleineren Distanzen. Hier bei Domination geht es ja eigentlich darum, drei Flaggen einzunehmen und diese auch zu halten. Das ist uns relativ oft in diesem Gameplay gelungen und deswegen sieht man mich auch teilweise einfach mal auf irgendwelchen Häusern rumlatschen und versuchen Leute zu finden, weil irgendwie war das Kanonenfutter weg. Wer eine Waffe auf längere Distanzen sucht, hat wahrscheinlich nicht so viel Erfolg mit dieser Waffe hier. Wie gesagt, es ist relativ schwierig, die zu kontrollieren, da sie sehr viel Rückstoß hat, und das kommt einfach durch die hohe Feuerrate, die natürlich auch wirklich nötig ist, um auf kurze Distanzen überhaupt noch etwas anzufangen. Wenn es jetzt also darum ginge, diese Waffe auf Conquest, also Eroberung, zu spielen, auf Siege of Shanghai, dann würde ich mich wahrscheinlich auch nicht für diese entscheiden, weil ich öfters auf längere Distanzen spiele. Es gibt halt auf Siege of Shanghai wirklich offene Momente, also offene Kartenstellen, die man einfach nicht vermeiden kann. Und darum würde ich wahrscheinlich auch auf die AK-5C umsteigen in solchen Momenten. Aber wie gesagt, für Domination ist diese Waffe ein unglaublich krasses Biest. Selbst mit einer Shotgun kommt man da wahrscheinlich nicht oft dagegen an, es sei denn, man wird natürlich gleich gewonshottet und der Gegner trifft beim ersten Schuss. Auch habe ich versucht, etwas zum Leaning-Feature herauszufinden, beziehungsweise einfach mal zu sehen, ob man das wirklich braucht. Und ich habe ein paar Kommentare gesehen dazu, von wegen, ja, kannst du mal zeigen, wie das geht, beziehungsweise, ja, was ist das denn überhaupt, ja? Und im Prinzip ist das halt ein Leaning-Feature, das heißt, man kann sich hinter Deckung rauslehnen. Das Ganze ist zwar echt nicht schlecht, aber in den meisten Situationen kam es mir so vor, dass mich die Gegner trotzdem sehr einfach sehen konnten, obwohl ich das Leaning-Feature benutzt habe. Das heißt, es kann eventuell was bringen, wenn man halt wirklich direkt zu einer Deckung läuft, man sieht, dass es einem angeboten wird zu leanen und es dann sofort benutzt. Allerdings ist das in der Regel nicht der Fall und das ist genau das Problem. Man läuft nämlich zu einer Ecke hin und merkt dann gar nicht erst, dass man leanen kann. Dementsprechend wird man normal rumlaufen und wahrscheinlich sogar mehr Erfolg haben, als wenn man das Leaning-Feature benutzt hätte, weil es ist sehr schwer, erstmal an einen Spot zu kommen, wo es einem angeboten wird. Das heißt, persönlich finde ich die Idee echt nicht schlecht. Allerdings, ja, dieser Trigger-Moment, der ist sehr schwer zu fassen. Und dementsprechend ist das doch etwas umständlich, diese Leaning-Features zu benutzen.
Man findet sich also oft wieder in Situationen, in denen man einfach angeschossen wird, zusammengeballert wird und versucht, das Leaning-Feature einzusetzen. Aber naja gut, in solchen Momenten wird es halt einfach nicht mehr viel bringen, weil man dann halt in der Hektik nicht mehr irgendwie einen Spot findet, um irgendwie überhaupt in der Lage zu sein. Das heißt, man stirbt so oder so. So ist es mir zum Beispiel oft selber ergangen. Naja, das war's auch schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und probiert diese Waffe aus, ja. Es dauert zwar ein bisschen, diese freizuschalten, spielt mit dem Engineer, aber dann kriegt ihr die schon, ne? Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.